Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. In Israel, a situation assessment is held, and the state of alert has been ordered in Israel's missions abroad following the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday held a situation assessment meeting with the heads of security institutions following two assassinations in the past 24 hours, one in Tehran of Hamas leader Ismail Haniyeh and the other in Beirut on Tuesday of Hezbollah leader Fuad Souk. Israel has decided to step up vigilance in all its embassies abroad and has also ordered a state of alert in Jewish institutions and communities worldwide. Israel claimed responsibility for the Beirut attack, but not the Tehran missile attack. In Jerusalem, the Prime Minister's office has instructed ministers not to comment on the killing of Haniyeh, but three ministers have already spoken out about the targeted killing. Referring to the growing tensions in the region, the U.S. Defense Secretary said he did not believe that a wider war in the Middle East was inevitable. During his visit to the Philippines, Lloyd Austin also stressed that the U.S. would defend Israel if attacked. Russia condemns the unacceptable political assassination, which will lead to a further escalation of tensions, as Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov told Russian state news agency RIA Novosti. Turkey has condemned the undignified assassination of Haniyeh, who is close to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, saying the attack was aimed at escalating the war in Gaza to a regional level. It has once again become clear that the government of Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, has no intention of making peace, the Turkish Foreign Ministry said in a statement. If international public opinion does not take measures to stop Israel, our region will face much greater conflicts, said the statement. Yesterday, the air defense intercepted a suspicious air target, possibly a drone heading from Lebanon towards Israel. The Israeli army stressed that the drone did not enter Israeli territory and therefore the sirens were not activated as per guidelines. The Israeli army said this morning that there were still no changes in the instructions to Israeli civilians following last night's airstrike on Hezbollah's second-ranked Beirut and the liquidation of the Hamas leader in Tehran this morning. The third phase of the military exercises of the non-military nuclear forces in Russia has begun, the Russian Ministry of Defense announced this on its Telegram channel. According to the statement, in the third stage, units of the Russian armed forces of the central and southern districts, as well as the Air Force, are practicing various combat tasks, the operation and movement of the Iskander-M-type operational tactical missile system, as well as the preparation of their electronic launch and the movement of airstrike missiles with nuclear warheads. Earlier, as part of the first phase of the exercise, which started on the 21st of May, the personnel of the Russian Southern Military District practiced receiving special ammunition from the Iskander missile system and equipping launch vehicles, while the personnel of the Air and Space Forces air units practiced equipping and targeting airborne weapons with warheads. In the second phase, the Russian and Belarusian armed forces trained together in the combat use of non-military nuclear weapons. And finally, for the weather, small thunderstorms should be expected in the evening. Tomorrow, a small cold front could bring some change. The typical average temperatures will be around 17 to 22 degrees Celsius in the morning and 27 to 34 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hattietv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In Israel findet eine Lagebeurteilung statt und in den israelischen Auslandsvertretungen wurde nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh die Alarmbereitschaft ausgerufen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu traf sich am Mittwoch mit den Leitern der Sicherheitsinstitutionen zu einer Lagebeurteilung, nachdem in den vergangenen 24 Stunden zwei Attentate verübt worden waren, eines in Teheran auf Hamas-Führer Ismail Haniyeh und das andere am Dienstag in Beirut auf Hezbollah-Führer Fuad Souk. Israel hat beschlossen, die Wachsamkeit in allen seinen Botschaften im Ausland zu erhöhen und hat außerdem in jüdischen Errichtungen und Gemeinden weltweit Alarmbereitschaft angeordnet. Israel hat die Verantwortung für den Angriff in Beirut übernommen, nicht aber für den Raketenangriff in Teheran. In Jerusalem hat das Büro des Premierministers den Minister angewiesen, sich nicht zur Tötung von Haniyeh zu äußern, aber drei Minister haben sich bereits zu der gezielten Tötung geäußert. Mit Blick auf die wachsenden Spannungen in der Region sagte der US-Verteidigungsminister, er glaube nicht, dass ein größerer Krieg im Nahen Osten unvermeidlich sei. Während seines Besuches auf den Philippinen betonte Lloyd Austin auch, dass die USA Israel im Falle eines Angriffes verteidigen würden. Russland verurteilt das inakzeptable politische Attentat, das zu einer weiteren Eskalation der Spannungen führen wird, sagte der stellvertretende Außenminister Michail Bogdanov der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Türkei hat die unwürdige Ermordung Haniyehs,
der den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahesteht, verurteilt und erklärt, der Anschlag ziele darauf ab, den Krieg im Gazastreifen auf eine regionale Ebene zu verlagern. Es ist wieder einmal deutlich geworden, dass die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu nicht die Absicht hat, Frieden zu schließen, erklärte das türkische Außenministerium in einer Erklärung. Wenn die internationale Öffentlichkeit keine Maßnahmen ergreift, um Israel zu stoppen, wird unsere Region mit viel größeren Konflikten konfrontiert werden, hieß es in der Erklärung. Gestern hat die Luftabwehr ein verdächtiges Luftziel, möglicherweise eine Drohne, abgefangen, das vom Libanon aus in Richtung Israel unterwegs war. Die israelische Armee betonte, dass die Drohne nicht in israelisches Hoheitsgebiet eingedrungen sei und daher die Sirene nicht, wie vorgeschrieben, ausgelöst worden sei. Die israelische Armee erklärte heute Morgen, dass sich an den Anweisungen für die israelische Zivilbevölkerung nach dem Luftangriff auf die zweitgrößte Hezbollah-Organisation in Beirut in der vergangenen Nacht und der Liquidierung des Hamas-Führers in Teheran heute Morgen nichts geändert habe. Die dritte Phase der Militärübungen der nicht-militärischen Nuklearstreitkräfte in Russland hat begonnen, teilte das russische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal mit. Demnach üben in der dritten Phase Einheiten der russischen Streitkräfte der zentralen und südlichen Bezirke sowie der Luftwaffe verschiedene Kampfaufgaben, die Bedienung und Bewegung des operativ-taktischen Raketensystems vom Typ Iskander-M sowie die Vorbereitung ihres elektronischen Starts und die Bewegung von Luftangriffsraketen mit Nuklearsprengköpfen. In der ersten Phase der Übung, die am 21. Mai begann, übte das Personal des südlichen Militärbezirks Russlands die Entgegennahme von Spezialmunition für das Raketensystem Iskander und die Ausrüstung von Trägerraketen, während das Personal der Lufteinheiten der Luft- und Raumfahrtkräfte die Ausrüstung und den Abschuss von Luftwaffen mit Sprengköpfen übte. In der zweiten Phase trainierten die russischen und belarussischen Streitkräfte gemeinsam den Kampfeinsatz von nichtmilitärischen Kernwaffen. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist mit leichten Gewittern zu rechnen. Morgen könnte eine kleine Kaltfront die Änderung bringen. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad am Morgen und zwischen 27 und 34 Grad am Nachmittag.